Du bist für mich wie ein offenes Buch. Hat diesen Satz schon mal jemand zu dir gesagt? Umgangssprachlich bedeutet das ja, dass du verstanden wirst, vielleicht auch gelesen werden kannst, dass die Person einfach weiß, mit wem sie es zu tun hat. Und ist im Grunde genommen, glaube ich, ein Kompliment, ich weiß es auch nicht so genau, wenn man sowas zu einer anderen Person sagt, ein offenes Buch für jemanden zu sein. Tatsächlich geht es im NLP aber genau darum, dass man nicht mit dieser Haltung an die Sache herangeht, weil wir natürlich ganz, ganz stark beeinflusst sind. Und ich möchte in dieser Episode zeigen, wie du stattdessen an Personen rangehen solltest, was so die perfekte Haltung ist, mit der du in ein Gespräch, auch in ein Coaching gehst und wie du Menschen wirklich, 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 wirklich verstehst. Und im Grunde genommen ist es genau das Gegenteil. Nicht wirklich, sondern kein geschlossenes Buch, aber fangen wir vielleicht mal von vorne an. Wenn Menschen ganz, ganz klein sind, in einem Alter, wo wir noch wenige Erfahrungen gemacht haben, dann gehen wir ja relativ unbedarft an die Sache ran. Wir haben noch keine Glaubenssätze dazu, noch keine Werte, die da reingrätschen, noch keine Annahmen darüber, noch keine Referenzerfahrungen und machen das einfach mal. So kann es passieren, dass wir mal auf die Herdplatte greifen und es vielleicht heiß wird, zu heiß vielleicht und es weh tut, weil wir ja noch keinen Glaubenssatz haben, der uns eintrichtert, die Herdplatte könnte heiß sein, wenn du auf die Herdplatte greifst, dann tust du weh. Oder wenn du auf die warme Herdplatte, die heiße Herdplatte greifst, tust du weh. Es kann aber auch passieren, dass man einfach so auf dem Spielplatz auf ein anderes Kind zugeht und mit dem plötzlich zu spielen beginnt und sich daraus eine Freundschaft fürs Leben entwickelt, weil man diesen Glaubenssatz eben auch nicht hatte, der sagt, andere Menschen sind böse oder andere Menschen wollen mir nichts Gutes oder ja, ich traue mich nicht, auf andere Menschen zuzugehen. Und so passiert es, dass wenn man wie ein weißes Blatt Papier, wie ein unbeschriebenes Blatt Papier auf Situationen zugeht, dass mit Sicherheit was Unvorhersehbares passiert. Meistens was Gutes, ja, natürlich gibt es auch Situationen, wo man sich eher wünschen würde, hätte ich schon eine Erfahrung gemacht, wenn es dann vielleicht wehtut. Im NLP ist es eine ganz, ganz wichtige Grundeinstellung zu sagen, ich gehe auf Dinge zu wie ein weißes Blatt Papier, möglichst unvoreingenommen, möglichst ja, ohne Limitationen. Das wird aber leider immer schwieriger, je älter wir werden. Ist ja ganz klar, weil je älter wir werden, desto mehr Situationen erleben wir, desto mehr Blätter unseres Lebensbuches füllen sich mit Erfahrungen und desto mehr baut sich unsere Geschichte auf. Und jedes Buch hat natürlich einen Bezug, oder jede Seite des Buches hat einen Bezug zueinander. Das heißt, es wäre ja komisch, wenn die 200. Seite des Buches überhaupt nichts mehr mit der 10. zu tun hätte. Und so ist es im Leben ja auch, dass unser Leben sich ja entwickelt und immer diese Geschichte sich immer auf Basis unserer Vergangenheit natürlich auch entwickelt hat. Und das ist sehr hinderlich tatsächlich, weil wir ja, wenn wir jetzt auf andere Menschen zum Beispiel zugehen, diese Menschen immer aus unserer eigenen Erfahrung heraus und unserer eigenen Beurteilung heraus auch bewerten. Das heißt, wir gehen nicht wie ein leeres Blatt Papier, sondern wie ein beschriebenes Blatt Papier in die Welt hinaus und auf Menschen zu. Und legen die Filter über diese andere Person, die wir von diesem Menschen gerne hätten. Heißt konkret, wenn ich eine Person bin, der Pünktlichkeit sehr wichtig ist und die andere Person ist nicht so pünktlich, dann hat sie einerseits gegen einen Wert von mir verstoßen, ist okay, aber wir bewerten die Person auch gleich als nicht vertrauenswürdig, nicht mein Typ, unsympathisch. Ja, so kann ja sein, obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, sie hat einfach nur einen anderen Filter angewandt. Es kann ja auch sein, dass die Person in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen ist und dort es als höflich empfunden wird, 10 Minuten später zu kommen. Ja, gibt's ja auch. Und diese Person würde das vielleicht im Umkehrschluss als unsympathisch empfinden, pünktlich zu sein. Ja, vor allem bei Einladungen zu Hause gibt's ja wirklich Kulturen, wo man sagt, wenn man da
pünktlich kommt, das ist wirklich so unhöflich, was man machen kann. Ja? Und dann treffen sich die beiden und der eine sagt, boah, der ist unhöflich, weil er zu spät kommt, der andere sagt, der ist unhöflich, weil er pünktlich kommt. Und beide wollen eigentlich das Gleiche, beide wollen einfach nur höflich sein, haben einen anderen Weg, das auszudrücken. Das heißt, unsere Filter, wie wir auf die Welt zugehen und wie wir Dinge sehen und beurteilen, hat halt einfach sehr viel damit zu tun, mit dem, was wir lernen und wie wir konditioniert sind. Und das ist ein großes Hindernis, vor allem im Coaching, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen, die hier zusehen und hören, auch Coaches werden möchten oder vielleicht selbst im Coaching sind. Und ich möchte dich da auf eine ganz wichtige Sache hinweisen. Und zwar ist unsere Aufgabe und Pflicht als Coach, wie auch für mich als Therapeut, dass ich im besten Fall, und ganz gelingen wird es eh nie, ja, weil wir haben immer unsere eigenen Filter natürlich, aber im besten Fall Menschen wie ein weißes Blatt Papier behandle und ihnen die Möglichkeit gebe, es selbst zu füllen mit mir gemeinsam, indem ich gute Fragen stelle, indem ich unvoreingenommen auf die Sache zugehe, indem ich nicht meine eigenen Vorstellungen, Werte oder auch Ziele oder auch Lösungsansätze auf die andere Person projiziere, sondern indem ich die Person so sein lasse, wie sie ist, nämlich ihr eigener Mensch mit den eigenen Themen und die ich halt erst kennenlernen muss, ohne dass ich sie beeinflusse oder auch meine eigene Welt drüber stülpe und dadurch mein Bild verzerre von dieser Person. Das ist mitunter sehr, sehr schwierig und aus diesem Grund unterrichten wir das auch. Also dieses Thema, wie kann ich Landkarten wirklich verstehen, wie kann ich Landkarten zeichnen, mentale Landkarten, wie kann ich wirklich verstehen, wie ticken Menschen, ist ein ganz großes und wir haben da einen ganz eigenen Ansatz, der sehr einzigartig ist, weil ich war lange auf der Suche nach dieser Möglichkeit, wie kann ich Menschen wirklich verstehen, mentale Zusammenhänge aufzeigen, die nicht aus meiner Welt heraus existieren, sondern in der Welt der anderen Person existieren. Und da kommt es regelmäßig zu Aha-Effekten, so wow, stimmt, ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oder ja, stimmt, so habe ich mein Leben immer gelebt und so denke ich, war mir gar nicht bewusst. Und also sehr große Aha-Effekte auch, die eben darauf beruhen, weil ich mir mit Menschen hinsetze, sie wie ein weißes Papier behandle und einfach versuche, jeden Zusammenhang aufgrund der Aussagen, die die Person trifft, des Verhaltens, das sie setzt, zu ziehen und zu zeichnen und dadurch ein schönes Gesamtbild sich entwickelt. Wie das gelingt, ist natürlich eine Herausforderung und ein Prozess, der jetzt nicht unbedingt in, ja, 10, 15 Minuten passiert, sondern natürlich eine Ausbildung braucht, weil ich finde, das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Es ist aber eine Sache, die sich absolut lohnt, weil im Moment, wo du wirklich erkennst, wo hakt es, wo sind Zusammenhänge, kannst du auch sehen, wo die Lösungen liegen. Das heißt, wirklich gute Coaches finden dort die Lösung, wo ja andere vielleicht gar nicht hinschauen, weil sie eben mit ihren eigenen, ja, Prozessen, Themen, Programmen auf die Sachen draufschauen. Ganz, ganz großes Thema. Es hat aber auch für dich einen großen Effekt, wenn es um das Thema Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung geht. Weil es natürlich auch darum geht, dass du neue Wege einschlägst, dir Dinge zutraust, die du vorher noch nicht gemacht hast. Ja, ich glaube, Thema Selbstständigkeit ist ein riesengroßes, vielleicht auch für dich. Und viele haben einfach Annahmen, Glaubenssätze, sind ein beschriebenes Blatt Papier, ein offenes Buch für sich selbst und auch für andere Menschen in Bezug auf Selbstständigkeit ist schwierig oder ist nicht sicher oder kann ich nicht, bin zu blöd dafür, bin zu dumm dafür. Und was du dir vor Augen führen solltest, ist, das ist nicht die Realität, das ist auch nicht die Gegenwart, das ist nur die Vergangenheit. Das heißt, was du hier liest und diese Wörter, die kommen, sind einfach nur Seiten aus der Vergangenheit, die du durchblätterst, rückblickend, wo du einfach lesen kannst, was dich bislang begleitet hat, aber die Vergangenheit muss nicht die Zukunft sein. Und die nächste Seite, die beschrieben wird, da muss nicht das Gleiche draufstehen wie auf der Seite davor. Wäre auch ein ziemlich langweiliges Buch sonst, wenn überall das Gleiche stehen würde. Leider laufen die meisten Menschen aber immer mit denselben Seiten herum, weshalb sie ihre Geschichte nicht so leben, wie sie möchten. Manche Menschen sagen auch über sich, ich führe ein langweiliges Leben. Und langweiliges Leben kommt dann dabei raus, wenn man sich zu sehr beeinflussen lässt von all dem, was man eh schon kennt, nämlich von den ganzen Glaubenssätzen, die man hat. Aus dem Grund gehört auch da ganz viel Mut dazu und auch
Ja, dieser Grundgedanke zu sagen, ab dem heutigen Zeitpunkt befinden sich vor mir leere Seiten, die ich befüllen darf mit neuen Dingen, nicht mit Dingen, die ich eh schon kenne. Weil die Vergangenheit wird niemand wegnehmen, die hast du sowieso. Die Zukunft kannst du aber selbst gestalten. Du und auch du für dich und deine Coaches. Und darauf freue ich mich, wenn du da deine ersten Erfolgsgeschichten selbst schreiben darfst. Eine Erfolgsgeschichte kannst du schon schreiben im NLP Starterkurs. Das ist ein Kurs, der hier auf YouTube 4,5 Stunden, den du hier abrufen kannst, Videomaterial, ein Zertifikat, Workbook und ganz einfach, indem du auf diesen Link klickst und du bekommst alle Infos von uns zugeschickt. Warum machen wir das Ganze? Weil ich finde, jeder Mensch hat es verdient, NLP zu lernen. Jeder Mensch hat es verdient, andere Menschen weiterzuhelfen. Jeder Mensch hat es verdient. Danke, dass du dabei bist. Ich freue mich. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne unseren Kanal. Alles, alles Liebe.